Wir könnten auch Shyvana gehen. Schade, ich würde auch Seraphine haben. Seraphine wäre gut gewesen für Was uns. picken wir hier jetzt? Wir würden den Jungle auf Ja, jeden ein Fall picken. Jungler? Ja, Und aber womit? Womit? Pauline Mhm. Was Wir können denn das am besten wir hier? können gehen Jarvan Gnar, wenn du willst. Oh ja, Jarvan Gnar wäre gut hier als Rotation. Der spielt Jace, ne? Aber Ja, ist. ist egal. Okay. Weil mit Jarvan könnt ihr den auch richtig abusen. Dann mach lieber Vayne und Tristana raus. Ich würde sagen, Vayne ist halt super ätzend für Und Alistar wir, also Jarvan. dann keine Top-Lane-Bans, ja? Wenn ihr wollt. Glaube ich, fein. Oder willst du Ich Irelia genannt spiele haben? halt eher für Botzeit normalerweise. Ich denke, hier sind Vayne und Tristana sind gute Bans. Right. Okay. Dann nehmen wir Tristana raus. Jetzt. Gut. Ich glaube, ich würde eine Jinx fühlen. Jinx gegen Olaf. Ja. Easy. Okay. Okay. Kann ich locken? Du hast keine, also gegen Ornn oder Drell hast du keine Escape-Möglichkeit, ne? Du wirst keiner überrannt werden im Teamfight. Ja, nicht, wenn ich mich richtig positioniere. Und Okay, ich alright. habe extrem viel Frontline. Gib mir Let's Jinx. get it. I like it. Kriegt ihr Bot Push? Ja. Aber man kann den nach vom Recall TP aufschalten, okay? Ich muss noch mindestens eine Wave Ja. pushen, sonst bin Ich ich einfach TP mal nur mit Dann dafür zicke ich Pressure hier gerade und Bot dann komme Push. ich direkt. Tatsächlich. Hier Kannst du meine ist River ein lassen? Pink drin. Kannst du es? Vorsicht, Olaf kann hier irgendwo sein. Olaf Mhm. kommt von hier. Seraphine hat auch First Move. Seraphine ist schon im Ich River. glaube, Ich komme wir auch. können kurz warten für Mitte, by the way. Okay, dann pushe ich schnell mit Ornn rein. kann auch Mitte Aber laufen können vom wir hier Base. nicht auf. Nein, 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 ich gehe in Richtung Mitte, ich gehe ja, in Richtung Ornn kann Mitte. Mitte laufen vom Base, okay? Könnten schon dran sein, ne, Drake? Ja. Ich hab den Tune, ich bin Actually, die haben angefangen, die sind. haben angefangen, die haben angefangen. Wollen wir noch? Nee, ich Ornn setz das wird mit schon den hier Herald, sein, ja? Ornn schon hier Habt ihr sein. guten Tipp für mich? Meine Flagge? Ich hab Granate reicht mir anderes. auch. Ich hab kein anderes. Ich geb dir eine Flagge Ich bin hier. weg. Ich bin super Pass auf die Seraphine-Ult aus, Ornn wird gleich von hier Gehen kommen. wir? Soll ich? Ja, ja, geh mal. ja. Ist ein Flag rein oder was auch immer. Let's go, komm mal. Nice, guter Fight. Aber gewinnt das doch. Hier hinten der Olaf, Leute? Ja, ich komme. Ein bisschen low. Ich hab 3 Sekunden wieder. Der hat kein Flash, der Olaf, der hat das kein Flash. Das ist geslowt, das ist geslowt. Nein, ich schön, das nice. Xayah Flash, hier? Olaf Flash, Seraphine ist auch geflasht. 17, 17, 0, 10. Mitte Tower ist, glaube ich, auch free. Ja? Okay. Ja, ich würde den machen. Ja, mach den. Wollt ihr den Drake machen? Ja, ja. Ja, warum? Ja, du sollst, glaube ich, pushen, though. Ey, du kriegst maybe sogar den ganzen Turm. Oh, kannst zurück depien, das war's. Ist ready für das Botplay, Kani? Wollen wir das Pink hier clearen, Freddy? Kani, wir wollen jetzt. Warte okay, mal, Bot, ja. warte mal, ja. Botlane. Okay, drücken. Ja, ja. Mit der Wolf am besten. Irgendwo hier noch, ne? Quasi. In so 10 Sekunden oder so. Können wir dann diven. Ja, okay, let's go. Einfach rein da. Mitte jetzt dann gleich da. Ich werde die einfach nur ulten, okay? Oh, kein Flash, kein Flash, kein Flash, kein Flash. Seraphine runter, Seraphine runter. Was? Und TP kommt, und TP kommt. Ne, Seraphine ist noch. Ich meine, kann ich so. Ja, ja. Aber ist okay. Don't die aus dem Tier 2 raus, bitte. Ist er tot, aber. Ich hab noch eine EQ. Nee, ich bin toast, ich kann da nichts mehr machen. Ja. Ist fein, doch, wir kriegen Top Down. Jo. Können wir hier was gucken? Oh, Midlane bei einer Solo-Kill? Hier ist ein Olaf, no Flash, by the way. Schaut mal hier. Schaut mal hier. Ja, ja. Wenn die du Rella die Damage hast, dann ist sie tot. Ich hab die Ult. Ich hab eine Q. Getroffen, hier. Reicht, ja. Kann reichen. Ja, aber ein bisschen echt viel. Vielleicht kann sie die killen, die hat kein Flash. Kein Flash, keine Stowwatch. Wert von mir. Die Xayah okay, nice, kommt jetzt wieder Botlane. Das war tatsächlich worth, ne? Sehr riskant. Oh mein Gott. Oh, und tschüss. Oh no, die waren Mitte, die waren Mitte. Ich hab TP, ich hab TP. Ich bin in Time da. Was haben die geused? Flash, Rell, Ult. Also wir gewinnen auf jeden Fall dann, right? Den Flash, Fight. Rell, Ult. Wenn ich ich brauche entweder ein Camp, das ich hitten kann, oder die Botwave. Muss eben zu euch kommen, so ein Jinx Flank ist nicht so strong. Wir können den fighten, wir können den fighten. 20 Sekunden. Nach dem ersten Kill habe ich mein Upgrade auch und dann ist richtig vorbei. Wir brauchen es vor Ornn, wenn ihr keine Flashes habt. Ich glaube, die werden versuchen zu Wombo kommen. Mit Heron. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Wenn du kurz jemand die Wave pushen will, dann kriegen wir Tier zu. Dann tippe ich. Nur kurz stallen, dann tippe ich. Glaubt ihr Ornn gegen? Ja, das ist ein bisschen risky. Das ist sehr schwer für mich zu spielen, guys. Ich glaube, es ist nice. Das ist genug Zeit. Actually, warte mal. Ich glaube, die Rauchflaschen, hier. Look! Ich hab die Surfing. Combo huge. Möchte kein Damage. Doch, doch, doch. 3 Sekunden, dann habe ich wieder. Nice, let's go. Wir können vielleicht den Mitte nehmen. Das ist eigentlich mega nice. Ich hätte sogar früher wir wollen gehen können, den, glaube ich. Nehmen. Ja, Alter, ich geh den Dragon machen. Sag mal, Junge! Wo kommt das denn her jetzt? Okay, aber gehen jetzt zusammen hier face checken und fighten den Fight auch. Ja, aber lass mal Angori noch warten. Ja, ich bin schon da, ich bin da. Komm mit. Ah, okay. Guck mal da oben, wir könnten die Seraphine da kollapsen. Moment. Okay, da ist nicht ein einziger Wort. Ja, ich finde auch nicht viele. Wollen wir nicht einfach dann machen? Ja, ich bin null Mega, aber. Wir müssen auf jeden Fall mal tun, weil ich die Night werde. Ja, komm her, komm ran. Einfach tun. Okay. Die hat keinen Flash.
Ich Hexflash? Ja, ja, kill. Was soll er, wenn er spielt? Also ich kann den Olaf nicht weghalten, ne? Ja. Wenn der ultet. Was geht hier so? Hat der Flash? Könnte den tanken. Nee, du bist so ein. Ich kann den nicht so gut tanken, aber das ist fürs erste, ja. Ich will lieber Faltenbrücke. Wir werden vielleicht kommen. Ja, wir können's aber wollen wir hier rein? Ja, ja. Vielleicht können wir die auch noch baiten. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Boah, ist der auf jeden? Arnold kommt. Wir müssen kurz chillen. Okay, nice, oder auch nicht. Ich würde sagen, Nash. Alter. Oh, fuck. Okay. Das ist ein bisschen sustain. Ja, wir haben Locken, da sind überall Potions, ja. Also ich hab hier eine. Ich glaube, dass wir das resetten kann. Okay. Ich glaube, wir sollen tatsächlich jetzt machen. Doch. Das ist noch drin, ne? Nach der Wave. Nach der Wave gehen wir. Leute, nach der Wave gehen wir ran, ne? Ja, ja. Ah, ist nein. Ich würde ist gut, du. Kann Reset nochmal mitfighten. Ja, jetzt kann ich den Olaf auch denyen, jetzt wo er keine Ulti hat. Ich hab nur Rage. Was aber Rell hat Flash-Ulti. Rell hat Flash-Ulti ab. Ja, dann mal raus, ja. Ich denke nicht so guter Call ist. Ja, das ist kein guter Call. Rell hat Flash-Ulti. Wir haben für die Turm und Kern spielen. Der Blue ist ab, ja. Ich bin hinter dem, by the way, wenn wir nein. Ja, also ich würde. Wollen wir nicht? Wenn ich Mega hätte, würde ich hier reinheaten, aber. Ah, ich werd ihn nur nerven. Wir können einfach die ganzen Wards wieder kehren, ne? Okay, I might be dead, guys. Das ist die Wards. Nicht, dass wir Baron verlieren. Ja. Also wenn wir jetzt für Kernspielen mit in der Pressure ausnutzen und nicht so fighten, wenn wir low HP sind. Okay. Auch wenn wir davon lenken zu wollen. Ja, dann mein Flash auf Kriegen, vorne. Werden die Nash probieren? Nein. Kriegen die mit zu tun, oder? Oh? Ja. Also ich hätte nicht gesehen. Wir müssen rein. Also Contest. Ich würde auf Seraphine gehen. Klar! Okay. Ja, ja! Ja? Die haben keine Ults auf Ornuts. Bam! Schön so. Wir können hinten alles clean, glaube ich. So langsam! Okay, kill all of them. Was? Okay! Rücki okay. Mit dem Pentakill. Das ist ein Wort. Scheiß Life, ja. Ich hab wahrscheinlich lieber reingehen sollen. Nee, oder können wir nicht enden? I mean, ihr habt TP, ne? Nein, okay, wir haben Nash. Ich spiel auch gerne League. 10 Sekunden? Nein, ich will jetzt nicht sagen, aber es ist nur wieder eine Rolle in CS behind, ne? Das ist toxic. Ja, David, ne? Die sind tatsächlich direkt da dran. Gehen wir den ab? Du könntest für Top pushen einfach. Top innen? Ich kann TPen. Nein, ich würde lieber Top tippen, ne? Ich muss ein bisschen Rage aufbauen mitnehmen, dann kann ich das so eaten. Die gehen auch raus, ne? Ja, wollen wir. Ja, warte kurz. Warte. Oh, look, war. Erstmal Ornn killen for free. Ja, ich bin dabei. Warum hätte ich jetzt erzählt? Also jetzt wird runter gesprochen. GG's. Nice. Ich bräuchte noch dringend 11 Minions. Ich bräuchte noch 70. Bitte was? Mir wird zuhört. Er will Flame Risen, aber kriegst du nicht an. Reicht nicht. Ja, schade, Turkin. Ja. Ja. Nice, schönes Game, Jungs. Nice, das war das cleanste Game, das wir jemals gespielt haben. Ja. Oh, don't let me die! Okay, nicht mehr clean. Doch, was? Oh, alles cool. Oh mein Gott. Oh, okay, Leute. Let's go. Ich war am Anfang des Games, war ich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Ich war aber legit aufgeregt. Weil, also, nicht wegen den Gegnern, aber einfach, weil das Spiel was bedeutet. Aber schauen wir mal jetzt einfach an, was passiert, okay? Ich denke, also wir haben Top-Prio, wir haben, glaube ich, Early Candidate Prio und ab Level 5 kriegt Victor Prio oder so. Also, und ich glaube, weil Freddy der bessere Spieler ist, in dem Fall kriegt er auch schon, ich glaube, er hat ab Level 3 schon Prio bekommen. Und, ja. Dass sie Level 1 nichts gemacht haben, war ein bisschen enttäuschend, wir haben es ja erwartet. Wenn ich mit einem Sweeper, mir war schon bewusst, dass hier ein Ward ist, deswegen bin ich auch nicht tiefer reingegangen. Deswegen habe ich auch gedacht, da ist hier Warden gegangen, ist, hat sich ein Sweeper geholt und die gehen jetzt einfach Bottle in Vane mit einem Sweeper. Dachte ich, das ist, glaube ich, kein schlechter Call. So hätte man mit Olaf auf jeden Fall das Early Game übernehmen können und nicht das geben, was ich will, weil ich will einfach nur farmen und er will natürlich auch eigentlich nur farmen, aber er kann tatsächlich, vor allem weil wir alles haben und weil er Olaf ist. Level 1 ein Lead generieren. Ich mache auch die beiden Camps gleichzeitig. Das wussten wir alles. Und jetzt ist er an der Bot-Krabbe. Und wir nehmen die Top-Krabbe. So. Für ihn. Ne, er macht dasselbe wie ich. Bloß gerade kriegt er einen Reset rein. Liegt nicht am Jungle. Also nicht am Jungle Clear Speed, sondern es liegt daran, dass wir basically auf der anderen Seite starten mussten. Ne? So, aber that's it. So, ich habe den Rot noch reingelegt. Das hat mir noch ein paar Sekunden gekostet.
Aber so waren wir uns relativ sicher, was der Olaf macht. Ich glaube, hier macht Olaf jetzt einen Fehler. Und zwar, farmt er seinen Grump nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Das habe ich nämlich schon in-game gesehen. Er hätte 3-4 Sekunden warten müssen. Grump nehmen. Und dann würde er an Dragon Level 6 bekommen, ne? Korrekt, ja, ne? Was er jetzt aber macht, ist, während ich hier, also das Ding ist, tatsächlich hat er gerade einen Vorteil, ne? Einfach weil ich auf der falschen Seite starten musste. Er hat einen Vorteil, er nutzt diesen Vorteil, diesen Vorteil Gromp, kriegt er nicht. Er würde jetzt Gromp machen und dann in der Zeit, bis ich wieder da bin, also bis ich wieder auf der Map bin, hätte er den Dragon schon fertig und wäre auch schon basen gegangen, ne? Er hat jetzt Gromp in 2-3 Sekunden fertig, dann würde er zum Dragon rennen und einfach Dragon machen können. Weil er aber den Gromp skippt und Botlane geht und sich jetzt auch noch zeigt, Riesenfehler, ich will nicht disgusting sagen, aber das ist ein insaner Fehler. In der Sekunde weiß ich, okay, er hat verkackt. Das heißt, so. Wenn er jetzt, in beiden Fällen, ne? Also er hat 40 Tests, er hat auf jeden Fall Gromp. Das heißt, er könnte jetzt Gromp machen. Macht jetzt auch, geht immer den Weg zurück. Jetzt, wiederum, hole ich in Tempo auf, right? Weil ich habe gesehen, okay, er muss jetzt nochmal Gromp machen. Macht er auch. Dann check ich einmal kurz den Dragon. Und weiß aber jetzt. Jetzt weiß ich, okay. Jetzt werde ich tempomäßig auf jeden Fall even sein. Mindestens. Weil jetzt kriege ich mein Base. Ne? Und er hat jetzt die Entscheidung, will er auch basen, dann hat er dasselbe Tempo wie ich. Oder er geht jetzt nicht basen, macht den Dragon und verkackt das Game. Tatsächlich, also wenn er Level 6 geworden wäre an dem Dragon, dann hätte ich jetzt diesen Invade wahrscheinlich weniger gemacht. Einfach weil ich glaube nicht, dass wir unbedingt stärker sind, weil jetzt wiederum hat er glaube ich, minimal, na, wir sind ungefähr even in Gold. Er ist ein bisschen stärker vielleicht, aber ich glaube, der 6 Olaf ist stärker als der 6 Schaven. Er hat zwar mit Prior und Top Prior, ne, aber dieser Invade ist nicht easy. Nicht easy, aber so, weil der Level 5 ist, ist es sehr, sehr easy. Und das habe ich gesehen, ne, hier. Und er hat keine Möglichkeit, Level 6 zu kriegen. Das heißt, dieser Invade ist relativ easy. Und das war's. Jungle ist jetzt gewonnen. Ich glaube, Mitte gewinnt, Top-Lane gewinnt. Ehrlich gesagt, also an dem Punkt ist schon das Game over. Es ist nicht viel passiert. Wir haben einfach Winning Lanes und wir hatten Even Jungle bis zu dem Punkt, wo er Dragon gemacht hat und jetzt haben wir auch noch Winning Jungle. Das heißt, wir haben das ganze Game jetzt eigentlich für uns. Und das war's. So. Relativ clean. Wir wissen, er ist Botside. Ne? Ich bitte Freddy um den Ward. Er legt den Ward. Das heißt, der Olaf hat einfach nur noch seine 3 Camps hier und sollte jetzt theoretisch etwas forcen. Ne, er läuft hier rüber über den Ward, er probiert's auch, ist aber halt gewordet. Das heißt, er hat jetzt Angst, macht nicht weiter. Super, also super insane von Freddy, by the way, was er gerade tut. Auf jeden Fall, ja, wir nehmen den Herald, ne, das ist kein Objective mehr auf der Map. Freddy covert unsere Botside, das heißt, wir dürfen einfach Topside full clearen. Und jetzt ist es einfach doomed. Und jetzt können wir uns eigentlich, also das Ding ist, wir sind jetzt ahead, ne. Wir haben 200.000 Gold, ne. Das ist schon mehr als genug, dass wir jeden Tiefwald gewinnen sollten. Letztens kurz Dragon Vision, guter Call von Tolkien tatsächlich. Dass Ornn gerade kurz ein TP-Fenster hat und wir jetzt noch nicht fighten dürfen. Deswegen spiele ich auch nicht so aggressiv, sonst würde ich hier legit einfach im Busch stehen. Mit Freddy hier einfach campen und irgendjemanden hier angehen. Weil der Tolkien das callt, gehe ich lieber erstmal Botside, den Pinkwood nehmen, Zeit rausholen, nochmal außen rum. Einfach ganz, ganz viel Zeit rausholen, bis Tolkien seine Wave da pusht und jetzt auch TP'en kann, ne? Okay, jetzt schauen wir uns den Fight an. Okay, das Ding ist, ich glaube, ich sollte hier nicht EQ'en. Oder ich sollte hier EQ Ult Instant Flash machen. EQ oder EQ Flash. Und dann Ult, aber dann sterbe ich. Aber anyways, okay, das ist nicht gut. EQ Ult ist auch gut. Ach, ich wurde gestunt, actually. Ja, ich glaube, ich wollte EQ Ult flashen. Nevermind. Ich glaube, ich kann ja gar nicht so viel besser machen, ne? Ich glaube, die EQ auf die Seraphin ist gut. Wir bekommen Rel E. Wo ist Rel eigentlich? Rel E benutzt sie für mich. Dann Xayah Ult. Das ist schon okay. Und Olaf flasht auch jetzt gerade rein, ne? Ist jetzt tatsächlich gerade ein Bug. Aber Olaf ist gerade in den Pit geflasht. Vielleicht sollte ich einfach nicht nachflashen. Aber eigentlich ist es okay. Eigentlich ist es okay. Das ist okay.
Nasfan. Oh na, ist ein sehr, sehr easy Cleanup, ne? Schöne Ehen auch noch am Ende. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, ist das Game nicht schon over? Keine Ahnung, wie den Herald. Also die Map ist gerade einfach uns, right? Wir sind auch inzwischen viel zu hart für die. Wenn die Gegner crossmappen auch nicht mehr, sondern gehen einfach nur jeden Fight nehmen. Wenn wir 6000 Gold ahead sind. Ich glaube, bin ich in dem Fight gestorben? Nee, ne? Wow. Das habe ich gar nicht gesehen. Weil ich gesehen habe, dass die Seraphin sich vom Team splitte. Das war insane ein Gash gewesen von Kani. Das Ding ist, ich sehe hier Free Kill Seraphin. Kani sieht hier, okay, ganze Team ist tot. Allen ist wahrscheinlich der bessere Call. Aber ich wollte nicht, dass die Seraphin irgendwie uns alle ultet. Und ich weiß, ich krieg hier hundertprozentig einen Free Kill, eine Flash EQ. Sie kommt dann, also sie muss flashen und dann ulte ich einfach hinterher. Hat sie irgendwas erreicht damit? Aber sie hat im Endeffekt trotzdem uns alle gekillt. Alle gecharmt. Aber ist schon, ich glaube, ist schon okay, die Entscheidung. Und jetzt klären wir einfach. War schon okay. Also Nash Setup und so müssen wir nochmal lernen vielleicht. Guck mal, der Catch ist prima, ne? Ultra gut. Der Catch ist gut. So, I like it. Ich glaube, Nash sollten wir nicht wirklich machen. Ehrlich gesagt, ich kann ihn gar nicht denken. Das Ding ist, wieso ich den Baron gecallt habe, jetzt, warte. Wieso ich den Baron jetzt gecallt habe. Okay, so. Warum habe ich den Baron gecallt? Welcher Psycho würde jetzt Nash machen, Leute? Welcher Psycho? Das würde ich mir denken, wenn ich das gegnerische Team wäre. Das würde ich mir denken. Und genau deswegen will ich ja machen. Deswegen, weil aus der gegnerischen Sicht müssen wir doch jetzt resetten. Wir sind alle auf 1 HP. Und ich weiß, sie haben keine Blue Tinkets mehr. Und ich weiß, Rell ist gerade nicht da. So, das heißt, die müssen... Guck mal deren Vision an. Die sehen nichts. Wie dumm könnte man sein und hier Nash machen? Okay, actually haben sie noch ein Blue Tinket, oder? Haben sie noch ein Blue Tinket? Wie sieht man jetzt gleich? Deswegen, wir haben halt gezögert auch. Rell, wir haben auch gezögert. Aber jetzt, also jetzt ist Rell halt wieder an der Integrieren wieder Vision nehmen. Das heißt, jetzt ist auf jeden Fall Int. Jetzt ist auf jeden Fall Int. Das ist einfach nur Int. Hatte schon mal jemand Inten gesehen? Jo, hier ist es. Whee! Ja, okay. Ja, und Tolkien ist... Hey, Guys, ich hab einen Flank! Guys! Hey, Leute, look, ich hab einen Flank! Look! Look, Guys, look, ich hab einen Flank! Boah, alle 5 Gegner! Ich hab die alle geflankt! Look at this! Am Arsch der Welt! Zu gut. Achso, ja. Hier muss ich auch nicht sterben. Ich meine, meine Tode sind nicht nötig. Also hier könnte ich schon überleben, wenn ich anders flashe. Aber also da hier nochmal reinzugehen, wie hart Int ist er. Also. Ne? Setup ist gut. Ich weiß, okay, ich muss hier rüber. Ulten, Seraphin hat noch keinen Flash, weil ich habe noch keinen Flash. Ne? 10 Sekunden. Also ich kann jetzt einfach hier rüber. Actually, sie hat jetzt Flash. Sie hat genau in der Sekunde Flash. Und dann muss ich jetzt hier einfach nach oben EQ'en. So wie ich es mache. Ne? Genau so. Und jetzt einfach chillen. Nix da aufmachen. Nicht die Tür mache ich nicht auf. Die Tür bleibt geschlossen. Tür bleibt geschlossen. Aber ich mache gerade die Tür auf, damit ich die jetzt killen kann. Da, ich habe die Tür aufgemacht. Ich glaube nicht, dass sie abgelaufen ist. Ich glaube, ich habe die Tür aufgemacht. So. Und dann warte ich einfach. So. Ich bleib hier oben. Chill. Drück S. Bis in Flaggen-Q. Ich glaube,
Hier irgendwo ist eine Flagge, da ist eine Flagge. Ja, also keine Ahnung, ich weiß, der Fight ist gewonnen und geh einfach AFK. Why? Ich kann AFK gehen, aber ich muss einen Meter weiter links AFK gehen. Und dabei nicht sterben. Das ist wichtig. Und, ja. Ich meine, der Fight war schon gewonnen. Ich musste nichts mehr machen. Den Cleanup kriegen wir so oder so. Und dass ich hier sterbe, wie gesagt, ist einfach bad. Okay, hier. Wir hatten eine kleine Diskussion. Ich bin mir sicher, also ich weiß, wir gewinnen diesen Fight. Okay. Aber, also das Ding ist, es ist der falsche Call. Wenn die Gegner hier nicht so behind wären, ist es falsch, diesen Dragon zu contesten, weil wir kriegen Toplane legit einen Inhib, wenn die diesen Dragon machen. Also wir sollten die slow fighten, halt nicht basen lassen. Aber was wir machen, also was der richtige Call ist, ist, Freddy bleibt oben, pusht weiter. Wir gehen, also der meddert ja nicht, der Dragon an sich. Der meddert ja nicht. So. Das heißt, er kriegt den Turm, er kriegt auf jeden Fall mindestens den anderen Turm. Und wenn wir es gut machen, dann wird entweder jemand basen müssen, das defenden, dann TP'd Freddy und dann killen wir die alle. Right, wenn wir es schön genug gespielt haben. Das ist an sich der richtige Call. Und ich wünschte mir, wir hätten das lieber gemacht. Weil dieser Dragon ist fucking egal. Aber, klar, mit 12.000 Gold ist es ein Kinderspiel für uns, hier alle zu töten. Right? Es ist ein Kinderspiel. Deswegen machen wir es ja auch. In der Situation dürfen wir es ja auch. Aber an sich, wenn die Gegner einen Dragon, der nicht mattert, nehmen, während wir auf der anderen Seite theoretisch halt eine Advantage generieren können, weil das hier mattert nicht. Wir müssen hier keinen weil der Fight ist schlecht für uns. Also, schaut mal nicht, also wenn wir jetzt nicht aufs Gold schauen, ist das ein schlechter Fight. Wir face-checken in die, ne? Und der Fight mattert nicht. Also warum fighten? Der objektiv richtige Call ist eigentlich, ja gut, keiner Death Top, den nehmen Top. Nein, Leute, der Dragon mattert nicht, Skymin. Guckt euch mal an, was ich mache. Ne? Ich denke mir nur, ja, ich meine, wenn wir fighten wollen, okay. Ich weiß, wir gewinnen den Fight, deswegen nehmen wir den ja auch. Aber, so, ich meine, also die sind doch einfach, die sind tot hier. Die gucken gerade einfach dem Monster ins Maul und denken sich, oh, naja, Hauptsache einen Dragon mitnehmen. Ne? Also wie du siehst, ich gehe nicht mal in die Nähe von dem Dragon. Ich gehe nicht mal in die Nähe, weil ich weiß, der Fight ist nicht losable, wenn ich nicht sowas mache. Das heißt, wir gehen einfach nicht in die Nähe. Wir sind ganz, ganz weit oben in der Luft, beobachten. Oh, what the fuck, die sind am hinten. Ne, chillen. Kani geht rein, ist gut, ne? Ich weiß gar nicht, wieso können die nicht actually killen? Freddy von der Seite und jetzt können wir einfach, also sie sind einfach tot. Wir müssen nichts machen. Aber also mein Argument hier ist, ein Fight, den wir nicht gesettet haben, für einen Fight, der nicht mattert. Also das ist ein High-Risk-Play an sich, ne? Also stellen wir mal vor, diesen Even Gold, das ist ein High-Risk-Play mit null Reward. Basically. Weil der Dragon ist ja legit whatever. Deswegen wollte ich eher einfach zum eigentlichen Antrainieren lieber top pushen. Ja, Analyse, jetzt ganz ehrlich, was gibt's da zu analysieren?